Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wie immer in 21:09 und ich habe so viel verpasst. Ja, erstens muss es 10 Uhr jetzt hier im Moment werden, damit das Finale endlich stattfindet für dieses Fest. Zweitens drückt jetzt auf oben rechts auf das. Genau, das war dieser Zeitpunkt, was ich meinte. Dann im Allgemeinen empfehle ich euch oben rechts auf das E-Symbol zu klicken bei YouTube Player. Dann kommt ihr nämlich auf die Plays von Genshin Impact, denn wir haben zum Beispiel in der Folge 666 so ganz nebenbei Ildotore getroffen, der Nummer 2 der 11. Fahrtour, wegen dem Arkenauftrag hier in Sumeru. Wir haben auch so nebenbei erfahren, dass dieser Summer Chulch, ach, keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht, hier dieser Nummer 6 oder Nummer 7 von den Elfen, also dieser kleine Junge mit dem dreieckigen Hut, wer seine Mutter und Schwester ist. Das sind beides für uns keine unbekannte Person und all diese Dinge. Und ab Episode 605 haben wir den Arkenauftrag in Sumeru gestartet. Und mit dem ersten Probelauf mit Candice und Sino kam auch natürlich Version 3.1 raus. Also sehr viel zu gucken, kann ich euch nur empfehlen. Und die letzten paar Folgen, 8 oder 9 Folgen, allein nur für dieses Event unter anderem. Also, jo, dann wollen wir mal das Finale mal feiern, würde ich mal sagen. Ja, wo müssen wir hin? Zum ja, genau. Wow, so many people have shown up to welcome the Animal Archon. Why is everyone crowded around the Angel Share stand? Tradition holds that the finest wine of the Vinlesa Fest only goes on sale after the Animal Archon has tasted it at the toasting ceremony. Everyone's waiting in line for the big moment. Ugh. So welcoming the Animal Archon back is just a means to an end for them, huh? What about you, Lisa? Are you here for Razor? Yes. I was feeling a little concerned about him, but I just spoke with him, and he tells me that the winemaking went very smoothly. Ugh, such a relief. A glass of the festival's finest will go down smoothly now, too. Wow. You too, huh? Razor and the others are over there. You should go say hi. Hey, hey! There you are! Whoa! What's with all these bottles? Selling your own homebrew now? These are for Razor, from us. Mommy said that everyone's welcoming the Animal God today, and we need to give him some wine. If the Animal God likes the wine, he'll turn into the wind and bless everyone. We want the Animal God to be happy, so he helps Razor. Oh, Honorary Knight, look what Albedo let me borrow. This bottle is from my dad. Luckily, I managed not to break it on the way here. it's just for show, though. I have to give it back to them afterwards. Mommy said that the Animal God can drink a lot of wine. She said if he wanted to, he could drink the whole of Cider Lake in one big gulp. So, do you think we'd have enough between these and the wine raiser's parents left behind? Ah, Green Bard. Everyone! I am greatly honored to be able to be here today. I have been invited by Acting Grandmaster Jean of the Knights of Favonius to perform a piece for everyone, Thousand Wind Wine. It is some of the finest verse I know. I dedicate it to the wind and to everyone here with us today. Fill up the barrels and store them away, then wait. Wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight. For the south wind that soothes, for the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue? As Mondstadt to the ear, like a sweet dream of freedom. And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, a love tender and true. A defender's will, strong as yesteryear, joining the thousand winds in a song of good cheer, turning sour into sweet, bitter notes fade away as we wait, wait for a windier day.
Pray tell, what treasure does this barrel hold? 'Tis wheat's greatest triumph, the true liquid gold. As it flows from the keg, what sound drifts by? Wind chimes in the boundless immemorial sky. We raise up our glasses and voices in song as we wait, wait for the wind to sing along. Where do we turn once the thousand winds take flight? To the tales of the lyre, to the sweet dream of tonight. Dear friends, let us now open the wines. To the Animal Archon! To the Animal Archon. Auf den Gott des Windes. There's no wind. Don't feel sad, Klee. But why didn't he come? If the animal god didn't come home, is it because he doesn't like the wine we brought for him? Nee, das denke ich nicht. Of course not. You know, Klee, the wind isn't the only form that the Animal Archon can turn into. He can turn into anything. So today, he must have come back looking like something else. Huh? Really? Maybe he turned into a Jumpy Dumpty. Sure! Jumpy Dumpty it is! Hope you're listening, Animal Archon! Racer, did the Animal Archon bring you a blessing? Yes. I talked a lot with you all, and I learned a lot. Now, I am not afraid. I think that is a blessing. Don't forget to save me a glass of your wine once it's finished fermenting. Ich trinke auch ein Glas. Yes. We share together, and we remember together. Yay! But now I'm getting thirsty. We've all done a lot of talking. Let's go get something to drink, shall we? I heard that the Angel Share is selling a new drink called Fruits of the Festival. Everyone's saying it's delicious. I want some! I want some! Okay, everyone. Let's go. Take this, crush it, and place it onto Fracture. Listen, Missy, promise me you'll live on. This is where you must stay. You are our only hope. Forgive me, Kaya. Very good. That's my boy. I will always be proud of you. After all the time we spent on it, the wine still isn't ready. May as well leave it for our son. Razor. What do you think of that name? Oh, an adventurer's name. Yes, I like it. Aura der Vergangenheit, Akt 3 abgeschlossen. Das heißt, wir müssen das Event auch komplett gefinisht haben. Ja,
Und das war auch interessant, dass man Razors Eltern mal gesehen hatte. Also hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Haben wir denn jetzt genug an diesen Punkten für dieses Event? Ich glaube nämlich noch nicht. Ach, 50 Punkte fehlen uns noch. Nee. Ich will die letzte Verfeinerungsstufe haben. So, das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich hier hingehen. Machen wir mal die anderen Dinger. Hallo Ehrenritterin, möchtest du eine gute Nachricht vom Laden hören? Über den Laden, natürlich. Lass mich es dir im Detail erzählen. Zögere nicht mit deiner Meinung, mir deine Meinung zu sagen. So. In der Finanzmittel, ja. So, okay, hier können wir direkt switchen zwischen allem. Wartet mal, lasst mich mal prüfen. So. 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 Ja, das bleibt erhalten. Okay, gut. Zack, zack, zack. Da haben wir aber noch nichts freigeschaltet. Und hier könnten wir das auch machen. So, okay, machen wir mal. Nächstes Zyklus. Mhm. Oha, wie viel wir auf einmal bekommen. So, jetzt nochmal checken, reicht es? Weil ich muss nämlich gucken, wie viel wir genau benötigen, damit wir hier mehr Festlichkeitspunkte bekommen können. Ah, das ist doch nicht die Mission gewesen. Ah, gut, dann muss ich das auch noch im Hinterkopf behalten. Hier, detaillierter Bericht, ja, ja, Verkaufsassistenten, ja, ja, nein, warte, wo war das? Da gab es doch irgendwo so eine Liste mit den Wertigkeiten, genau, hier war das doch. 20, 40, 60 Punkte. Ach, wir müssen die alle drei machen, damit wir auf 100.000 kommen. Okay, gut. Einmal weg, dann machen wir das hier nochmal komplett durch. So, gute Nachricht, ja, über den Laden, ja, ja. Wieder 16.000 an Finanzmittel verfügbar. So. Also, fangen wir wieder hiermit an. Das hier. Das hier. Dann. Wir brauchen halt diese Zweitwährung, damit wir die Sachen hier freischalten können. Leider haben wir noch nicht genug davon. Deswegen müssen wir erstmal einen gewissen Wert hier erreichen an Finanzmitteln, die wir haben. Das hier. Das hier. Das hier? So, 20.000 kostet das einfach, ey. Du hast das Ziel dieses Abschnitts erreicht und 100 strategische Inspirationen erhalten. Yes. Überraschendes Ereignis, aufgeweichte Ware. Oh. Mhm. So, komm, nächstes Dings. So, das können wir theoretisch freischalten. Ja. Das heißt, ich würde Effizienz vielleicht nach oben drücken. Hier... Betriebseffizient. Warenqualität und Dienste werden geringfügig verbessert. So. Dann haben wir das hier schon voll. Zack. Da brauchen wir weniger Geld dafür zu investieren. Überraschendes Ereignis. Ich kann aber das hier schon mal einsetzen. So. So. Das hier alles. Eigentlich ziemlich einfach. Ah, ich sag das noch ziemlich einfach und dann... Krass, hätte ich vielleicht hier tauschen sollen. Genau, hier mal klicken. Nein, so wird das niemals enden. Was ist denn, Herr Matz? Gibt es im Laden ein Problem? Nichts Neues. Es gibt einige Waren auf dem Seeweg, die in Unwetter gerieten und nass wurden. Ich hatte gehofft, sie zu trocknen, bevor wir unseren Läden schließen, um sie am Ende des Fests preisgünstig zu verkaufen. Aber im Mondstadt ist die Sonne sehr schwach und wir sind am Mostsee, wo viel Feuchtigkeit in der Luft ist. Also hatte ich bisher keinen Erfolg. Wenn das so weitergeht, werden alle diese Artikel des täglichen Bedarfs verschimmeln. Das ist wirklich nicht leicht zu bewerkstelligen. Und wenn man ein Feuer anzündet, um diese Ware zu trocknen. Das hört sich ein bisschen gefährlich an, oder? Palme ist sich sicher, dass Bernhard und Lea uns daran hindern würden. Man könnte es doch mit Flammenblumenstaubblatt versuchen. Versuchen wir es mit Anemograna. Beides finde ich gerade kritisch, aber nehmen wir das zweite. Du meinst, man könnte die Waren mit dem starken Wind der von den Anemograna ausgetrocknen? Nun, dieser Wind sollte ausreichen, aber würde er nicht die Ware fortwehen? Aber solange man sie mit Seilen aneinander schnürt, um das Gesamtgewicht zu erhöhen, sollte ihnen nichts passieren, oder? Diese Idee klingt nicht schlecht. Ich schicke gleich jemanden los, um Anemograna zu besorgen und lasse die Ware gleich rübersenden. Vielen Dank euch. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hehe, neue Strategie? Okay. Vielleicht sollte ich hier was anpassen. Bei der Dienstleistung? Nee.
Namen hier. Betriebseffizient. So. Betriebseffizient wird moderat erhöht. Okay, das heißt, ich brauche davon weniger. Kann dann bei den anderen Läden mein Soll erfüllen. Hier habe ich das. Hier habe ich das. So. Wieder neue strategische Inspiration erhalten. Nächster Zyklus. Ich muss mal gucken, wie viel Geld wir mittlerweile haben. Ja, zack. Fehlt uns noch ein bisschen. Ey. Wir haben noch nicht mal die 30.000 erreicht. Oh, da müssen wir doch noch einiges tun. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Machen wir hier ja, wieder effizient oder Warenqualität? Nee, Dienstleistung. Hier brauchen wir viel mehr. Komm, Dienstleistung hier. Werden moderat verbessert. So. Das haben wir auch schon automatisch. Nice. Dann das, das. Das ist ein bisschen teurer. Ah, das könnte vielleicht knapp gewesen sein. So. Yes, passt doch. Schön die Einnahmen maximieren, so wie es sein soll. Anspruchsvoller Kunde. Kundschaft. Für einen Kundenzyklus sind die Ziele für die Betriebseffizienz des Gemischtwarenladens und die Dienstleistungs... Ah, okay, ein bisschen gemischt. Ja, werden wir gleich sehen, auf jeden Fall. So, Imbissstand. Wobei kann ich hier vielleicht irgendwie moderat. Vielleicht erhöht. Wenn geringfügig verbessert. Na gut, lassen wir es erstmal so. Zack. 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 Warte, habe ich einen zu viel gemacht? Nee, okay, passt. Hat aber schon wieder 8.000 gekostet. Uff, Alter, hier ist ein bisschen viel mehr. So. So. So, schon sind wir bei 22k. Ah, Junge. Machen wir vielleicht so. So. Das wird nicht reichen. Egal, lassen wir es mal. Gucken, was dann passiert. Einfach nur weniger, ja. Wieder 100 Punkte bekommen. Überraschendes Ereignis. Blumenkombination, okay. Die Blumenkunst ist eine wahre Wissenschaft. Bist du in Schwierigkeiten, Fräulein Paulina? Eigentlich ist das keine große Sache. Für gewöhnlich verkaufe ich die Blumen nach Sorten sortiert, weil ich finde, dass es für die Kunden einfacher ist. Kürzlich habe ich jedoch gehört, dass die Kombination verschiedener Blumenarten sich noch hübscher aussehen lässt. Ich habe versucht, sie zu kombinieren und obwohl ich den Zusammenhang dahinter nicht ganz verstehe, hat mein Geschäft während des Weinfests deutlich mehr Umsatz gemacht. Deshalb habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Fähigkeiten in der Floristik verbessern kann. Sollte ich einen professionellen Lehrer engagieren? Ja, was Pauline da sagt, ist tatsächlich eine Überlegung wert. Yuki, was denkst du? Folge einfach deiner Eingebung. Könnte man mit etwas Fachliteratur anfangen? Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr genommen hätte, aber vielleicht würde das erste Jahr auch schon ausreichen. Jetzt, wo du sagst, manchmal kann Eingebung sehr hilfreich sein. Denke nur daran, Fräulein Pauline, dass du in deinem Geschäft so großen Erfolg hattest, indem du einfach Blumen nach deiner Intuition kombiniert hattest. Das bedeutet, dass du eine reiche Eingebung besitzt. Von nun an musst du also nur noch deiner Intuition folgen und du kannst dir sicher sein, dass du ganz alleine Erfolg haben wirst. Wirklich? Das ist das erste Mal, dass jemand so etwas zu mir gesagt hat. Das erfüllt mich mit Zuversicht. Jedenfalls danke ich euch für eure Anerkennung. Ich möchte mich unbedingt erkenntlich zeigen. Dies ist eine kleine Aufmerksamkeit von Herzen. Bitte nehmt es an euch. Tak dang. Okay. Warenqualität würde ich mal hier machen. Wird leicht erhöht. Dienstleistungen werden geringfügig. Ja, macht vielleicht Sinn, dass wir weniger Punkte investieren müssen. Einmal so. Dann können wir auch schon was hier holen. Okay, da würde ich sagen, machen wir vielleicht Dienstleistung. So. Zack. Warte, das. Ja, genau, das wäre das nächste. So. So. Okay. Ah, wir haben mittlerweile die 30.000 erreicht, sehe ich gerade. Und wir kriegen jetzt schon, jetzt haben wir 43.000. Habe ich eben oben rechts für einen kurzen Augenblick gesehen. Ja, sollte doch jetzt reichen. Nach den drei Zyklen müssten wir doch die 100.000 erreichen, oder?
Hoffe ich zumindest. So. 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 Dann das eine ist schon fertig. Nice. So. 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 Das hier. Das hier. Und ja. Weiter geht's. Wieder 100 Punkte erreicht. Wieder etwas Neues. Ziel der Warenqualität im Bestand. Betriebseffizienz. Okay, das wird sich hier ein bisschen was ändern. Unerwarteter Fall. Ja. Hier müssen wir viel investieren. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Bisschen Geld haben wir ja. So, aber wir haben jetzt schon fast die Hälfte verbraucht. Nicht so schön. Ja, was würde ich machen? Betriebseffizienz. Das müssen wir hochdrücken. Zack. Weil sonst wird das genauso teuer. So. Das hier. Dann, oh Gott, hier müsste... könnte knapp werden, oder? Lieber so viel wie möglich. Ja, yes, gerade noch so. Ich hätte schon gedacht, ich würde auf die 53.000 kommen. Mhm. So, Überfluss. Was soll das bedeuten? Überfluss, ne? Hier. Okay. Ehrenritterin Paimon. Nein, anders betonen. Ehrenritterin Paimon, es gibt schon wieder eine Sache, die eure Bestätigung benötigt. Sehr wohl, sehr wohl. Wir sind bereit. Was ist es diesmal? Der Höhepunkt der Besucherströme des Weinfestes ist beinahe vorüber und einige Ladenbesitzer glauben, dass sie einen Überbestand haben werden, den sie uns spenden möchten. Das ist eine gute Geste. Auch wenn das Verschenken von Restbeständen nicht so schön klingt, haben sie sicherlich gute Absichten. Es kann sein, dass auch wir nicht alles verkaufen können. Die Ehrenritterin hat recht, auch unsere Absatzmöglichkeiten haben Grenzen. Wenn uns die Waren geschenkt werden und wir sie nicht verkaufen können, dann werden sie sich schließlich auftürmen. Darunter gibt es einige Lebensmittel und Produkte des täglichen Gebrauchs, die schnell verderben, was eine Verschwendung des Wohlwollens aller bedeuten würde. Ach, an diese Möglichkeit hat Paimon gar nicht gedacht. Dann sollten wir uns anhören, was Yuki darüber denkt. Man sollte höflich ablehnen, nachdem man den Grund erklärt und sich bedankt hat, oder man kann dies dann an den Ritterorden weiterverkaufen? Ich weiß nicht. Oder direkt verschenken. Hier in der Kirche verschenken. So, das wäre jetzt meine Idee. Das ist eine gute Idee. Manchmal geben die Ritter eine Aufstellung der Dinge des täglichen Gebrauchs, die sie benötigen. Wenn die Einwohner gebrauchte Waren haben, die sie verkaufen möchten und die Ritter nichts dagegen haben, können sie direkt miteinander verhandeln und so die Verschwendung von Waren reduzieren. Ebenso können die Einwohner bei Bedarf direkt mit den Rittern in Kontakt treten. Vielleicht möchte ja jemand gerade etwas kaufen, weiß aber nicht, dass die Ladenbesitzer auf ihren Waren sitzen, die sie nicht verkaufen können. Das ist ein cooles System, ehrlich gesagt. Sehr gut, dann kann Paimon sich darauf verlassen, dass du den Kontakt herstellst, Bernhard. Ehrenritterin, Paimon, gute Neuigkeiten. Gerade in letzter Zeit gab es viele Menschen, die gebrauchte Waren wollen. Also kann man ihnen die meisten überschüssigen Waren auf Lager wieder verkaufen. Einige Ritter haben sich sogar zusammengefunden und uns Geld gegeben, um unsere Arbeit zu belohnen. Ausgezeichnet, die Krise ist damit gelöst und die Bedürfnisse alle werden berücksichtigt. So. Dann haben wir das auch. Okay, das ist schon gemaxt. So, so. Das ist gemaxt. Zack. Zack. Das ist gemaxt. Und das hier. Mhm. Zack. Nächster Zyklus. 70.000 schon. Mittlerweile können wir wirklich viel investieren. Ich kann ja mal schon mal die Belohnungen einholen. 100.000, okay. Das hier, das hier. Dann das hier, das hier, das hier. Und das hier, das hier. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Grenze erreiche, aber wir sind schon im Zyklus 20, also... Kling. Zyklus 21, okay. Schaffen wir aber auf jeden Fall, so ist es nicht. So, so. Eins zu viel gedrückt. Erstmal, dass es passt.
Ja, so. Ich würde mal gucken, was passiert, wenn ich ein bisschen mehr investiere. Was dann passiert. Zum Beispiel hier, so. Ein bisschen mehr ist es doch geworden, ne? Klickling. Ja, komm schon. Nächste Seite. Noch kein Zwischenfall. Sehr gut. Das ist immer noch voll. Okay, da müssen wir halt weniger da investieren. Das heißt, ich müsste eigentlich in Betriebseffizienz reingehen. Ist das das hier? Qualität ist es. Das hier. Dienstleistung. Komm, Dienstleistung machen wir ineffizient. Achso. So. Achso, nee, Moment. Moment. Weg. So, das hatten wir bereits drin. Das hier war das doch. Moment. Hä? Warte, jetzt bin ich gerade verwirrt. Achso, das Qualität brauchen wir. Das ist Dienstleistung. So. So. Das heißt, hier muss ich erstmal nichts investieren. Zack. Dann, was ist hier mit... So. So. Das hier machen. So, das war das von eben. Das hier. Ja, hier müsste ich auf Dienstleistung dann rüber switchen. Und wir haben 124.000. Mhm. Du hast bereits alle Ziele des Wohltätigkeitsverkaufs erreicht. Belohnung einsammeln und auch die Krone, von der wir schon 8, jetzt bald 9 haben. Urgestein, Festlichkeit, das heißt, wir kriegen das letzte Verfeinerungsmaterial für diese Lanze. Yua, Amber, you're here! Ah, found you. You came here looking for us? Of course. Do you have any idea how popular your charity stall is? Everyone's been talking about it. Favonian Goodies and Buddies, run by the honorary knight and their sidekick, selling all kinds of fantastic treasures, and even giving away some wonderful others for free. Don't miss out. So after all that, Paimon's back to being the sidekick? Still, Paimon's really happy to hear that people are giving good reviews. Naja, das müsste ja dann von Barbara gewesen sein. Barbara hat doch gesagt, die will das ein bisschen promoten. Also, das haben wir alles unseren Kunden aber auch zu verdanken. Anyway, what have you two been up to these days? Did you go off on a trip or something? We haven't seen you around the whole festival. That's because we're still working. Huh? You still have to work? Sicher, dass ihr gerade kein Eisbad zusammennehmen wollt, wie damals bei Folge 300 um den Dreh? Naja, jedenfalls bleibt ihr auf euren Posten. Technically, Amber and I are on a vacation schedule. There are more merchant caravans than usual traveling the route between Dornmanport and Mondstadt City during the festival. Extra traffic means extra security is required. Because of monsters and bandits and stuff? Yes. The reconnaissance company is tasked with patrolling this route during the festive period, as well as traveling with the caravans to ensure essential goods are delivered without incident. We have to investigate suspicious locations to eliminate any emerging threats. That seems like a lot of work. Sounds like you'll be working non-stop around the clock right up until the end of the Vine Lisa Fest. Of course not. We take shifts. While one team is on duty, another is resting, and a third team is on standby in case of emergencies. These three teams rotate periodically. Yula's such an experienced captain. She arranged everything this way so that the reconnaissance company can meet the intense demand during the festival, while still giving everyone a chance to take some time off. Gotta say, great organizing, Yula. Yes, all right, Amber. I did my job like I always do. I really don't see what the fuss is all about. So enthusiastisch, Kundschafterin oder sehr beeindruckend, Truppenführerin Neuler. Enough, both of you. The festive spirit is turning you into giddy little children. Anyway, we didn't come here just to chit-chat. I'll let Yula do the honors. Okay. I need 40 portions of Knight's Special Northern Smoked Chicken, and 40 of Favonia's favorite pile-em up. That's such a huge order! What's the occasion? Wait, are the Knights of Favonia's having an official feast? How come nobody told us about it?
quite as glamorous as all that. Captain Eula wants some supplies to reward her team members with. Correct. Scouts use up an enormous amount of energy in a single day. Each meal, they eat enough to feed... 4 to 5 normal people. Plus, a long-standing member has recently returned to our ranks after a long absence. I thought it would be fitting to celebrate the occasion. Of all the things I could have bought, I thought it would be best to have the money go to you. That way, I can support a charitable cause while I'm at it. Paimon agrees! You made the right decision, Eula. It's what we business owners call a win-win situation! Oh, danke schön. Also, about this long-standing member you mentioned, is it that guy we met recently? Mika, the frontline land surveyor. He was a vital member of our team before the Grandmaster borrowed him for the expedition. Mika! Yeah, that's the one! Paimon never would have thought that shy little guy was such a strong knight! So hat es übrigens angefangen mit dem ganzen Event hier und so weiter, vor 8-9 Episoden mit Mika halt, ne? Und, aber er scheint auch Angst vor uns zu haben. Zumindest wirkte er ziemlich schüchtern. Mika's not afraid of you guys. That was his way of showing respect to you. Although, admittedly, it is kind of a roundabout way of doing it. He thinks all mighty people have unique personalities, and prefers to understand what makes them tick and the way they think before properly interacting with them. He says it makes it easier to communicate that way. He was the same way toward me and Amber at first. As we gradually got to know each other, he started acting more naturally. Interesting. Sounds like Mika's the one with the unique personality. Nun, ich merke mir das für die Zukunft, weil ich schätze mal, den Charakter kann man vielleicht auch irgendwann mal pullen und dann auch mit den Spielen. Ihr wisst wahrscheinlich mehr, weil zwischen den Release und Aufzeichnen dieser Episode ziemlich viel Zeit vergehen wird oder vergangen ist. Mhm. It'll just take a little time, that's all. You are a high-profile figure within the Knights of Favonius. As his commanding officer, I have a duty to make sure no misunderstandings arise between you. It's all right, Eula. We get it. You're just looking after him. Wait, Eula, did you just pay for my portion too? I was supposed to pay for mine separately. I'm not an official member of the reconnaissance company. If you want to get official about it, then fine. It's officially my treat. Ooh, thanks to Eula and Amber, we made a whole day's worth of Mora in one fell swoop! Honorary Knight, Paimon, I have the most wonderful news. Thanks to your sterling efforts, the funds we've raised in this charity sale have blown our original predictions right out of the water. It's a phenomenal success! Paimon told you so! This stuff. Wirklich gut gemacht. Ah, but you two deserve all the credit. It's your expert management that made this event what it was. I've handed over all the revenue to the person responsible for managing our charitable funds. And with that, the event finally comes to a close. As a gesture of our appreciation, we'd like to give you both a fee for all your hard work. You've more than earned it. After this, I feel like I could even run a shop of my own in the future. Maybe we'll get the chance to work together one day. It feels like we accomplished a lot together. If the chance ever comes up, let's do it again! So, und auch deswegen lohnt es sich, diese Events hier zu finishen, mehr oder weniger. Weil wir sehen halt wieder viel Urgestein, Krone der Weisheit und all diese Sachen. Vor allem, was mich ein bisschen... Oh, 100.000 Mora. Was mich ein bisschen wundert, ist dieser Charakter. Warum haben wir da noch nichts? Also das, also wir haben jetzt viele Charaktere gesehen, die hier gekommen sind, hier mitgefeiert hatten und alles, aber ich fand das irgendwie schon verdächtig, aber gut. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier die ganzen Sachen, die Festlichkeitspunkte und all die Sachen hier mal hier abholen, genau, die ganzen Belohnungen. Dann gibt es halt noch eine Mission, so wie es aussieht. Festlichkeit, die Lanze würde ich jetzt mal maxen. Irgend noch weitere Events, weil mit Version 3.0 haben sie einfach 3 Events parallel laufend released. Das haben wir noch nicht. Ja gut, da kommt noch alles. Also wir haben noch auf jeden Fall einiges zu tun. Das heißt automatisch auch hier Season Pass 4 auf 6. Nice. So. Dann das hier alles einsammeln. Gibt es wieder ein bisschen Mora für. Dann, wie ich gesagt habe, die Lanze. Zum Beispiel, sie kann diese Waffe nehmen. Wechseln.
das hier verstärken. Genau, es gibt nämlich auch Doppelbelohnung. Wartet mal, das hier, genau. Dass man nicht mehr auf einmal investieren kann, aber naja, gut. Mhm. Ja, nochmal. 84 Punkte schon und dann auf 96. Ach, das könnte schon eine krasse Waffe werden, je nachdem. So, was sind jetzt die Endstats? Erhöht 10 Sekunden lang nach Auslösen einer Elementarreaktion den Angriff um 24% und die Elementarkunde um 96 Punkte. So, das Schöne an dieser Waffe ist, die Waffe geht nämlich schon auf Basisangriff und prozentualen Angriff, was schon, ja, nice to have ist. Ich glaube nicht, dass ich davon genug habe. Ich würde gerne mal schauen, wie das ist, weil dann haben wir die Waffe schon mal hier auf einem gewissen Niveau, damit ich das irgendeinen Charakter mal geben könnte. Aber im Allgemeinen weiß ich noch nicht, wer die Waffe kriegt. Ich sollte hier Waffe verstärken. Achso, das ist die andere Waffe von mir. Wechseln. Das hier. Verstärken. Dass man nicht so Lesezeichen machen kann, was wir davon benötigen. Also hier an der Seite einblenden lassen kann, wie bei... Ich glaube, bei Borlands war das ja so, dass man Missionsziele hier dauerhaft einblenden konnte. Das fehlt, finde ich, noch ein bisschen. Aber dieser Wolfszahn, also lila 2. So, so. Wolfszahn, lila 2 Stück von... Aha, es gibt hier auf jeden Fall einen Buff. Gibt beim Zusammensetzen von Materialien zum Aufstieg von Waffen mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% einen Teil der Materialien. Bei ihr war 10, zweifachen Ertrag. Nee, das hier. Mit 25% mehr Chancen, wenigstens Teile zurückzukriegen, finde ich ein bisschen besser. Tatsächlich haben wir sogar was zurückbekommen. Ideal. So, was war das andere? War das das? Nee. Ich kann mir solche Sachen einfach nicht gut merken. Achso, das ist es doch. So. Oder? Oder habe ich mich verdrückt? Moment mal. Das hier wollte ich eigentlich. Wieso? Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich nicht eben das angeklickt? Naja, gut. Einmal zu schnell gedrückt und schon alles. Naja, gut, ist aber nicht so schlimm. So, was braucht die Lanze denn noch? Wir brauchen dafür natürlich mehr, wenn ich sie wenigstens jetzt einmal leveln kann. Gerade wo die Aktion ist, dass doppelt Erfahrungspunkte zählt für die Waffen. Also, allein deswegen lohnt sich das jetzt, das zu machen. Achso, wir brauchen 12 Stück davon. Ach, never mind, okay. Gibt es denn sonst noch irgendetwas? Was ist eigentlich damit, mit ihrer Waffe? Wenn wir das verstärken, war kein Doppelt. Ja, schade eigentlich. Verfeinung geht natürlich auch nicht. Da haben wir haben es halt nur einmal durch eine Mission bekommen. Auf den Drachengrad. Physischer Schadenbonus. Basisangriff. Das sind schon coole Sachen. Was habe ich eigentlich Rosaria gegeben? Sie hat ja auch Stangenwaffe. Basisangriff, Aufladerate. 4-Sterne-Waffe. Ich habe bei einem KT mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% einige Elementarteilchen. Achso, genau, da war ich nicht sicher, ob das gut, schlecht ist und all diese Dinge. Ich kann das ja aber wenigstens auch mal eine Stufe hoch machen. Ein paar Sachen haben wir davon. Zack, zack. So. Und da brauchen wir die Schleims, die ich schon reinvestiert hatte. Verfeinung hatte ich nichts, genau, okay. Also wir haben noch einiges zu tun, gerade ich will sie halt noch leveln und alles, aber ich komme halt wegen den Events leider nicht dazu. Schon oft genug gesagt, aber so ist es halt. So, ich würde sagen, hier mache ich auch Cut, dann machen wir das nächste Mal diese nächste oder letzte Missions-Events-Ding. Deswegen seid auch beim nächsten Mal dabei, lasst ein Abo da, damit ihr auf jeden Fall nichts verpassen könnt und gleichzeitig supportet ihr mich hier auch ziemlich nice auf YouTube. Folgt mir auf meine Social-Media-Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich dann auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.